Ein historischer Moment. Am vergangenen Freitag übernahm Innenminister Hövelmann zwei restaurierte Feuerwehrfahrzeuge aus den Jahren 1938 und 1940. Diese stehen dem Landesfeuerwehrmuseum zur Verfügung. Der Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt fördert unter anderem die Erhaltung historischer Feuerwehrfahrzeugtechnik, die diese in Dauer- und Wanderausstellung der breiten Öffentlichkeit vorstellt. Die Fahrzeuge wurden durch sogenannte 1-Euro-Jobber im Rahmen ihrer Maßnahme sorgfältig restauriert und in nur 5 Monaten aufgearbeitet. Das Landesfeuerwehrmuseum war selbst nicht in der Lage, die Feuerwehren zu restaurieren. Deshalb trat an dieser Stelle die Teutloff SSBG GmbH. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Umsetzung von Projekten innerhalb der arbeitsmarktorientierten Lernfabrik in Magdeburg. Zeitweise waren an der Restaurierung 40 Beschäftigte beteiligt. Die Feuerwehren waren nach den schweren Bombenangriffen auf Magdeburg vor 66 Jahren im Einsatz und verrichteten ihren Dienst bis in die 1980er Jahre.